Jo, peace meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Schön, dass ihr alle mal wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin hier gerade auf unserem Balkon draußen und drehe ein neues Video für euch. Ja, komischerweise zeige ich mich schon wieder, obwohl ich damit ein bisschen warten wollte. Aber ich bin irgendwie jetzt in so einem Genuss drin, dass ich irgendwie mich halt öfters zeigen möchte vor der Kamera und nicht immer so hinter der Kamera, weil das finde ich persönlich auch nicht sehr schön. Ich will das nämlich auch mal ein bisschen so üben. Wenn ich nämlich dann mal Vlogs mache, ist es nämlich dann auch schlecht, wenn ich nur hinter der Kamera rede und mich nicht mehr zeige. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr mich seht. Die Mütze hatte ich auch gestern Abend auf. Jetzt ist auch die Qualität ein bisschen besser, weil es Tag ist. Und ja, gestern war die Qualität wirklich ein bisschen schlecht. Aber jetzt ist es ja halt Tag, deswegen nehme ich jetzt das Video am Tag auf und nicht wieder spät abends, 9:30 Uhr. Und ja, bei uns scheint jetzt schön die Sonne. Und ich habe mich einfach mal jetzt hier rausgechillt und ja, wollte ich einfach mal heute von meinem Tag berichten. Und ja, es ist jetzt 10:30 Uhr. Warum bin ich jetzt schon so früh zu Hause? Weil ich heute Praktikum hatte von 7 bis 11:45 Uhr als Köchin. Und ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, will ich einfach mal euch so ein bisschen berichten, was ich gemacht habe. Und gleich vorab, wem es nicht gefällt, der muss es sich nicht angucken. Ja, wem es gefällt, kann natürlich sehr gerne dranbleiben. Und ja, ist vielleicht für den einen oder anderen wieder ein langweiliges Video. Ich kann es halt nicht jedem recht machen. Ich sag euch ja in jedem Video, schreibt mir gerne Kommentare, was ihr demnächst mal sehen wollt. Wenn ihr das nicht macht, müsst ihr halt damit zufrieden sein, was ich für Videos aussuche und die ich drehe und hochlade. Und wem das nicht passt, muss mir halt Kommentare schreiben, also wer es nicht macht, ist es halt so, dass ich dann ein beliebiges aussuche, auf was ich gerade Bock habe. Dass ihr euch nicht hinterher alle wieder aufregt. Ich sag's ja mindestens in jedem zweiten oder jeden Tag, mindestens in einem Video, schreibt mir Videowünsche in die Kommentare. Wer es nicht macht, ist selbst dran schuld. Dazu muss ich jetzt nicht viel sagen, weil ich will jetzt nicht ein Video machen, wo ich mich jetzt aufrege. Das mache ich dann irgendein anderes Mal. Und ja. So, ich habe jetzt mir spontan gerade überlegt beim Reden, dass ich jetzt doch nicht von meinem Tag berichten werde, sondern, Leute, ich werde jetzt mal einen Jahresrückblick machen. Was will ich jetzt genau mit diesem Jahresrückblick sagen? Also ich möchte damit sagen, ob ich so zufrieden bin mit der Lage, wie es jetzt ist. Natürlich ist es jetzt schlecht, gerade im November diesen Jahresrückblick zu machen, aber ich denke, da wird es nochmal einen zweiten Teil dann im Dezember geben. Ende Dezember. Den ersten Teil drehe ich jetzt im November. Weil da kann sich auch nochmal einiges ändern im Dezember. Da kann es zum Beispiel sein, dass ich da zufrieden bin. Und jetzt bin ich es halt nicht mehr. Und ja, kann sich ja alles ändern. Deswegen mache ich den jetzt schon mal. Und ja, das ist Hashtag 1, Hashtag 2. Wie gesagt, Ende Dezember. Ja. Also bin ich zufrieden mit meinen Abonnenten. Momentan bin ich nicht so zufrieden damit, weil ich mir mehr erhoffe. Also ich mache wirklich täglich Videos, habe fast 100 Videos per Sam. Und trotzdem habe ich nur 26 Abonnenten. Das finde ich persönlich nicht sehr schön. Natürlich sind 26 Abonnenten sehr viel. Aber da ich auch bald seit 5 Monaten dann YouTube mache in 3 Tagen, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Auch die Aufrufe bei den Let's Plays, bei dem Futepop oder so, habe ich doch vor ungefähr 4 Wochen so ein Let's Plays gemacht. Oder vor 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Habe ich ja nur 4 Aufrufe, obwohl es schon fast 2 Wochen her ist. Finde ich persönlich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sich das auch ein bisschen ändert. Also ich bin auch nicht damit zufrieden. Was ich persönlich auch sehr stört ist, Leute. Ja, Leute, ich will halt meine Meinung öffentlich auf YouTube sagen. Deswegen, damit muss man halt auch mal rechnen. Und nicht alles immer nur fröhlich ist. Und dass ihr mich jetzt nicht die ganze Zeit nur so blöd seht, stelle ich jetzt mal die Kamera, also das Handy, woanders hin. Und drehe den Stuhl noch so ein bisschen, dass ihr mich auch richtig erkennen könnt. Ja, genau. Auf jeden Fall hätte ich mir auch mehr Likes erhofft.
Und dass auch manche halt meine Forderungen nicht erfüllen, wenn ich zum Beispiel sage, schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr eine Roomtour wollt. Schreibt mir auch niemand was in die Kommentare. Und am Ende, innerlich regen sie sich alle wieder auf, dass ich dann doch eine Roomtour mache, obwohl vielleicht ein Teil damit nicht einverstanden war. Aber wer es mir halt nicht in die Kommentare schreibt, das ist dann halt so. Auch wie mit den Likes, das sind ganz wenig Likes. Ja. Also es gucken mindestens 17 Leute mein Video und trotzdem hat man am Ende nur 2 Likes, obwohl 17 andere auch aufgerufen haben. Auch wenn es dann mal ein Dislike gibt, das ist dann egal. Hauptsache, es gibt dann auch mal, ja, ich sage jetzt bewusst mal, wenigstens mehr Likes. Also ich würde mir auch mehr über mehr Likes freuen. Natürlich habe ich jetzt im Oktoberfest da 5 Likes. Und auch ein schöner Kommentar, aber das reicht mir halt nicht. Ich würde auch gerne, dass ihr auch mal so Kommentare schreibt, wie ihr meine Videos so findet. Das macht halt leider auch niemanden, das finde ich. Hört ihr das, Leute? Ich weiß es nicht, aber ich hört. Das finde nämlich ich persönlich ein bisschen doof, wenn es dann einfach zu wenig Likes gibt und einfach so wenig Kommentare. Weil ich möchte auch gerne YouTuber und YouTuberinnen, die auch bei YouTube sind, die auch einen eigenen Kanal haben, gerne ein bisschen mehr kennenlernen, also dass ich die mal ein bisschen so kennenlerne von der Art, das wäre natürlich mir auch mal sehr wichtig. Was ich persönlich auch noch nicht in Ordnung finde, ist, dass es auch, wie gesagt, so wenig Aufrufe hat. Also nach 3 Wochen hat das dann vielleicht 6, 7 Aufrufe. Das finde ich persönlich ein bisschen zu wenig, weil es haben jetzt mindestens bald 2500 Leute meinen Kanal aufgerufen und ja, das sind recht viele Leute, haben meinen Kanal schon meine Videos vielleicht durchgecheckt, geguckt und so. Ja, ich hoffe, das hat sich alles ein bisschen ändern, Leute. Ich meine, das ist wirklich alles nicht böse, aber ich will halt meine Meinung sagen, wie ich das am besten sehe, weil es wäre ja doof, wenn ich euch irgendwas vorspiele, obwohl es mir innerlich nicht passt. Deswegen wäre das ganz wichtig, Leute. Das war's auch mit dem Jahresrückblick. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so lange in die Länge ziehen, einfach mal so ein paar Sachen sagen, die mich stören. Das ist wie gesagt Hashtag 1, Hashtag 2, ihr wisst es. Ich wiederhole mich, das gibt's, ist auch so ein Problem, dass ich mich halt wiederhole. Obwohl ich das nur sage, dass ihr auch versteht, um was es mir geht. Dass dann nicht wieder tausende Fragen kommen. Deswegen wiederhole ich mich lieber mehrmals und nerv euch lieber damit, als kommen dann wieder Kommentare, ich verstehe es nicht und das. Deswegen ist es besser, wenn man sich wiederholt. Da verstehen es auch alle beim ersten Mal. Verstehen es nämlich nicht immer gleich alle, deswegen ist es beim zweiten Mal noch ein bisschen besser, wenn man es zweimal wiederholt. Auch dreimal. Ist so eine komische Angewohnheit von mir, aber ich mache das zu einem guten Grund. Nicht aus Langeweile, aus Spaß. Und irgendwas sollte. Das war es jetzt auch mit meinem Jahresrückblick. So ein bisschen schon so, dass ihr wisst, was dann im Dezember auf euch zukommt, was genau die Themen sind. Ich habe jetzt schon ein paar Themen angesprochen, so ein bisschen eine kurze Erklärung, euch das erklärt. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Versteht ihr mich oder versteht ihr mich nicht? Ihr könnt es mir auch mit einem Like oder Dislike zeigen. Das müsst ihr halt persönlich wissen, wie ihr das am besten macht. Das war's auch mit meinem Video, Leute. Ich hoffe, die Geräusche haben euch jetzt die letzten 2 Minuten nicht so gestört. Ich kann halt auch nicht dafür, dass jetzt der Nachbar oder die Nachbarin komischerweise jetzt damit angefangen hat. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Weitere Videos wünsche ich bitte in die Kommentare. Da sind wir wieder beim Thema. Das sage ich also jeden Tag im Video. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal was bewirkt, wenn ich das sage. Und ja, ich will natürlich auch eure Wünsche mit berücksichtigen und nicht immer nur meine Wünsche durchsetzen und was ich gerne für Ideen habe. Auch eure Ideen da draußen sind mir sehr wichtig, Leute. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen verstehen. Das ist jetzt auch kein Aufregen, aber es ist halt wichtig, wenn ich meine Meinung sage, dass ihr wisst, an welchem Punkt bei mir ihr seid. Und ja, könnt auf jeden Fall auf Instagram gucken. Da teile ich zwar noch keine Bilder, aber das werde ich auch noch ab und zu machen. Und das war's mit meinem Video. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Also bis morgen zu einem neuen Video, wenn ich noch heute mal gucken. Also heute kommt erstmal dieses Video. Wenn keins mehr kommt, ihr wisst, jeden Tag ein Video. Und ja, das kommt jetzt auch wieder ein bisschen früher. Das werde ich jetzt gleich hochladen. Jetzt ist es um 1. Dann wird das ungefähr 1:30 online sein. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.